Ja, Freunde, heute wird wieder YouTube gemacht. LH Cyber Security produziert wieder und let's go. Wir schauen uns heute an, wie du einen Port öffnen kannst in deinem WLAN-Router. Für was ist das Ganze gut? Ganz einfach für IT-Sicherheit, für Spiele oder einfach Netzwerkaufbau und so weiter. Wir schauen das auch noch im Detail an. Keine Sorge, ich erkläre dir ganz einfach Schritt für Schritt, wie du deinen Port im Router öffnen kannst. Wir machen das anhand der Fritzbox. Und du musst einfach nur zuschauen, nachmachen, Spaß haben. Let's go! Ja, Freunde, das geht natürlich auch mit jedem anderen WLAN-Router. Wir haben jetzt hier eine Fritzbox als Example und wir fangen erstmal an. Wir müssen natürlich erstmal auf die Webseite von unserem Router, um im Router Ports zu öffnen. Und das geht mit zwei Wegen. Der erste Weg ist zum Beispiel einfach die IP-Adresse des Routers einzugeben. Wie du die rausfindest, kannst du ganz einfach googeln. Das wird jetzt hier den Rahmen des Videos sprengen. Aber in meinem Fall ist es 10.0.0.1. Oder wenn du eine Fritzbox hast, kannst du auch hier einfach Fritzbox eingeben. Zack, einmal Enter, du landest hier. Jetzt brauchst du das Passwort für deine Fritzbox. Das steht im Normalfall unten auf der Fritzbox drauf, also auf dem Gerät. Oder deine Eltern wissen es, dein IT-System-Admin weiß es oder du weißt es sogar selbst. Genau, ich logge mich jetzt hier ein, das musst du natürlich auch machen. Und dann gehen wir hier erstmal auf Internet. Und ich muss jetzt hier alles blurren, weil sonst ist es hier ein bisschen uncool. Und dann gehen wir Internet, Freigabe. Und wir sehen, ich habe hier schon einige Ports freigegeben. Zum Beispiel für Call of Duty, damit du einen besseren NAT-Typ hast, um eben besser in Lobbys zu kommen, schnellere Matches zu finden und so weiter. Oder eben für IT-Sicherheit. Wir sehen hier Kali, haben wir hier auch Ports geöffnet. Und ja, das haben wir sogar zweimal gemacht. Ja, wir wollen jetzt hier für unseren Mac auch noch Ports freigeben. Und dann klicken wir jetzt hier auf Gerät für Freigaben hinzufügen. Und jetzt wählen wir unser Gerät aus. Wir sehen hier, alle mit Punkt sind Geräte, die gerade aktiv im Netzwerk sind. Und wir wollen für unseren M1 Mac den Port öffnen. Deswegen wählen wir hier M1 aus. Du kannst aber auch ganz hier unten eine manuelle IP-Adresse eingeben. Ja, das wäre eine Alternative. Wenn wir den hier auswählen, steht hier die IP-Adresse .51. Und ja, bei dir ist es natürlich eine andere. Jetzt können wir hier entweder alle Ports freigeben, was wir aber im Normalfall nicht brauchen. Wir brauchen nur bestimmte Ports und das machen wir hier, indem wir einfach hier auf Neue Freigabe klicken. Ich hoffe, das hat man jetzt gesehen. Ich denke schon, rechts unten steht eben neue Freigabe steht rechts unten. Und dann klicken wir hier auf Port freigeben. Nicht hier MyFritz Freigabe, sondern Port Freigabe. Und jetzt können wir hier entweder ein Protokoll auswählen wie FTP, das wäre Port 21, oder HTTP, das wäre Port 80, oder wir wollen einen ganz anderen Port auswählen und das können wir uns dann selbst auch suchen, welchen Port wir wollen. Und das wollen wir natürlich, wir wollen hier optimale Freiheit und jetzt können wir hier eine Bezeichnung eingeben, damit wir wissen, wieso wir den Port freigegeben haben. Und ich nenne es jetzt einfach LH Video. Dann weiß ich habe den Port für das Video freigegeben. Du kannst jetzt hier irgendwie Gaming oder Ethical Hacking oder was auch immer eintippen. Und dann geht es auch schon los. Gut, dann können wir hier das Protokoll auswählen. Im Normalfall brauchst du TCP. Es gibt aber natürlich auch Zwecke, wo du UDP brauchst. Das kannst du hier auswählen. Also wenn du nicht sicher bist, lass mal lieber TCP. Im Normalfall ist das das Richtige für dich. Gut, dann können wir jetzt endlich aussuchen, welchen Port wir freigeben wollen. Und wir geben einen richtig coolen frei, nämlich 7777. Richtig cooler Port, ja. Und wenn wir jetzt hier reinklicken, wird der Rest automatisch ausgefüllt. Sehr praktisch. Ich erkläre dir aber trotzdem nochmal, was hier genau ausgefüllt wird. Gut, dann haben wir jetzt hier die 777. Das sind die Ports, die an unser Gerät geleitet werden. Also es gibt hier den Router, dann gibt es das Internet und die Ports, die von außen reinkommen, die Anfragen, die von außen reinkommen, sind eben der externe Port, also 777 und die Ports, die an unser Gerät weitergeleitet werden, sind eben diese, wo man den Bereich einstellen kann. Genau, du könntest jetzt hier auch von außerhalb von 8 zum Beispiel auf 7 leiten. Das kannst du dir vorstellen wie so eine Umleitung, führt aber ans selbe Ziel, sozusagen. Genau,
Wir wollen jetzt hier das genau so machen, also nur den Port 777 freigeben und auch an 777 weiterleiten. Und dann klicken wir einfach OK. Und das Ganze war so gut auch schon. Wichtig ist, die Ports sind jetzt noch nicht freigegeben. Das sehen wir hier an dem Status. Der ist noch grau, der muss grün leuchten. Wir müssen jetzt hier noch auf OK klicken. Und das machen wir jetzt auch. Dann dauert das Ganze kurz. Und wir sehen hier, es ist noch nicht grün. Jetzt will Siri irgendwas. Wir klicken jetzt hier aber auch noch auf Übernehmen. Und jetzt lädt es nochmal. Und jetzt sehen wir hier, das Ganze ist grün. Und wir haben unseren Port 777 an unserem Mac freigegeben. Das kannst du natürlich mit jedem Port machen, mit jedem Router. Funktioniert so ähnlich. Musst dich halt ein bisschen durchfixen, wenn du jetzt einen anderen Router hast. Aber im Prinzip dasselbe. Und ich bin mir sicher, du kannst es mit jedem Router, auch wenn du es einmal gesehen hast. Schau einfach in den Einstellungen nach Freigabe oder Portweiterleitung oder Port öffnen. Das ist alles relativ ähnlich. Und ja, das war's auch schon. Der Port ist jetzt offen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir sehen auch hier, ich habe hier für Call of Duty ein paar Ports freigegeben. Für Kali Linux, für Payloads, damit die sich zu meinem Computer verbinden können. Damit man eben eine Verbindung übers Internet aufbauen kann. Für solche Zwecke brauchst du das eben. Und ja, wenn du Ethical Hacking lernen willst, also angreifen und so weiter, ich habe einen richtig guten Videokurs dazu produziert. Schau dir den gerne an. Link ist unter dem Video. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du jetzt deinen Port freigegeben hast. Jetzt kannst du weitermachen mit was auch immer du willst. Mega viel Spaß. Lass auf jeden Fall ein Like da. Abonnier den Channel. Und let's go.